Na denn, alles Gute, Maßmann. Wiedersehen. Das wollen wir doch nicht hoffen. So. Der Maßmann hat Sie abgehängt. Gratuliere. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie haben die letzte Chance verpasst, doch noch herauszubekommen, wer damals bei dem Banküberfall sein Komplize war und wo die 152.000 Mark abgeblieben sind. Aber Herr Oberinspektor, den ganzen Nachmittag war ich hinter ihm her. Ja. Vom Gefängnis ist er gleich in die Stadt gefahren und dort ins Kino gegangen. So ein Kerl hockt sich doch nicht gemütlich in ein Kino, ohne zu wissen, was mit seinem Geld los ist. Ja. Ich störe doch nicht. Im Gegenteil. Sie kommen wie gerufen. Ihr Musterschüler falsch. Ich hab's schon gehört. Frössl, Frössl, dass du mich so blamierst. Hättest du besser aufpassen können. Sind Sie mir nicht böse, Herr Steiner. Ich mach seinen Fehler schon wieder gut. Danke, danke, ist nicht nötig. Ich habe bereits veranlasst, dass sämtliche Ausfallstraßen und Bahnhöfe überwacht werden. Woher wissen Sie denn, dass der aus München raus will? Das fragen Sie noch? Wir haben doch damals Maßmann kurz nach dem Banküberfall in Ingolstadt auf dem Weg nach München geschnappt. Ohne das Geld. Eben. Also kann er die Beute nur unterwegs oder bereits in Ingolstadt versteckt haben. In beiden Fällen muss er München verlassen, um wieder in den Besitz seines Geldes zu gelangen. Es sei denn, das Geld wäre inzwischen nach München gekommen. Wie meinen Sie das? Na, der Maßmann, der ist doch damals öfters in einem Imbissstübel in Ingolstadt gesehen worden. Ja, der Besitzer hieß Horling und hatte ein lückenloses Alibi. Bestätigt von seiner Serviererin namens Anke Fendel. Wie Sie sehen, bin ich mit der Materie vertraut. Nicht ganz. Die Fendel heißt nicht mehr Fendel. Die heißt jetzt auch Horling. Ihr Chef hat sie nämlich kurz nach Maßmanns Verurteilung geheiratet. Na und, das kann doch vorkommen. Und obwohl das Imbissstüberl gar nicht gut gegangen ist, sind die beiden 6 Monate später nach München gezogen und haben hier ein Nachtlokal eröffnet, die Rio Bar. Ich habe mir ein bisschen umgehorcht. Also unter 100.000 kriegt man für so eine Bar nicht. Ich verstehe. Sie haben natürlich wieder mal einen Fall im Handumdrehen gelöst. Horling war Maßmanns Komplize. Und das Geld für die Rio-Bar stammte aus dem Banküberfall. Sie vergessen dabei nur eines, dass ich damals die Untersuchung führte. Horling, ein unbescholtener Mann, hat mit Maßmann in seinem ganzen Leben keine 10 Worte gewechselt. Und dieser kam auch nur in die Imbissstube, weil er von dort aus die gegenüberliegende Bank beobachten konnte. Ja, wie ist denn der Maßmann überhaupt auf die Bank in Ingolstadt gekommen? Ja, irgendeiner muss ihm doch einen Tipp geben haben. Ich meine halt, wir müssen den Horling und seine Rio-Bar ein bisschen unter die Lupe nehmen. Weitergehen, meine Herrschaften. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie doch bitte weiter. Machen Sie doch mal Platz, bitte. Hier, Frau Horling. Das wird Ihnen jetzt gut tun. Bitte hier hinten ins Büro. Bitte? Als er ihm den Rücken zukehrte, muss Maßmann den Brieföffner ergriffen und sofort zugestoßen haben. Dann raubte er den Safe aus und floh durchs Fenster über den Hinterhof. Der Brieföffner muss das Herz getroffen haben. Er dürfte sofort tot gewesen sein. Wann war das? So genau lässt sich auf die Minute nicht sagen. Vor einer Stunde, anderthalb. Ja, danke. Zum lebenslänglich für Maßmann reicht's. An seiner Täterschaft gibt's ja keine Zweifel. Ja, Fröschl. Ja, wir sind noch da. Das ist ja pfundig. Dankeschön, ich werde sie mir gleich ausrichten. Wir haben ihn. Unsere Kollegen von der Bahnpolizei haben ihn erwischt, als er gerade eine Fahrkarte nach Hamburg lösen wollte. Na bitte. Das sollen wir Ihr Herr Wanninger einmal nachmachen. Aber Herr Direktor, ich will doch dem Herrn Steiner seine Verdienste bestimmt nicht schmälern. Hut ab, kann ich da nur sagen, dass er den Maßmann so schnell geschnappt hat. Ein Jammer ist nur, dass es der Falsche ist. Jetzt machen Sie aber einen Punkt, Wanninger, gell? Dass ihr zwei euch nicht leiden könnt, das ist euer Sach. Aber hier handelt es sich um einen Mord. Und der Maßmann behauptet doch selber, dass die bei ihm gefundenen 2000 Mark aus dem Safe der Rio-Bar stammen. Ja, aber er behauptet, dass er den Safe offen und den Holling bereits ermordet vorgefunden hat. Dann lügt er eben.
Der Herr Steiner bereitet bereits die Übergabe des Falls an die Staatsanwaltschaft vor. Und jetzt kommen Sie daher. Was wollen Sie denn eigentlich? Sie waren doch der Erste, der behauptet hat, dass der Horling der Komplize von Maßmann war. Ja, das schon. Aber gerade deshalb kann er nicht der Mörder sein. Wieso? Also ich finde die Theorie vom Herrn Steiner ganz logisch. Die Beute ist nach dem Banküberfall beim Horling geblieben. Der Maßmann hat dicht gehalten und hat seine Strafe abgesessen. Wie er aber jetzt nach seiner Entlassung beim Horling aufgekreuzt ist und seinen Anteil haben wollte, da hat der wahrscheinlich versucht, ihn hereinzulegen. Und der Maßmann hat in seiner blinden Wut einfach zugestochen. Der Horling hätte niemals versucht, seinen Freund reinzulegen. Der hat ihn doch in der Hand gehabt. Ein Wort von ihm. Und der Horling wäre doch aus seiner Rio-Bar direkt ins Zuchthaus übersiedelt. Mhm. Naja, also dieses Argument hat was für sich. Haben Sie sich darüber schon einmal mit dem Herrn Steiner unterhalten? Der lässt doch nicht mit sich reden. Der hat innerhalb einer Stunde einen Mörder gefasst. Also muss es doch auch der Mörder sein. Was täten Sie denn unternehmen? Ja, meh. Ich stürze mich halt vielleicht ein bisschen ins Nachtleben. Der Fröschel meint, die Mädel in der Rio-Bar, die wären recht hübsch. Mhm. Die Preise aber auch, mein Lieber. Passen Sie mal auf, Wanninger. Offiziell weiß ich von Ihren Ermittlungen nichts. Ich kann Ihnen aber auch Ihre Spesen nur im Erfolgsfall wiedererstatten lassen. Bitte, wenn Sie dieses Risiko nicht scheuen. Perché io sono nato per me, tu sei nata perché, che mai più. Prost! Prost! Ihr Fratzen! Ach, du bist der süßeste Viehhändler, der je in der Rio-Bar war. Ja? Dafür muss ich dir einen Kuss geben. Hör doch auf mit der Schleckerei. Erzähl du lieber weiter. Wie war denn das eigentlich mit dem Mord? Was interessiert dich denn so sehr daran? Na ja, man sitzt ja nicht alle Tag mit zwei so hübschen Mädels zusammen, die einen richtig gehenden Mord erlebt haben, gell? Non sol, non mi porta per te. Lea, dürfen wir noch eine Flasche? Ihr seid ja narrisch. Bei den Apothekerpreisen. Ich verdiene mein Geld nicht so leicht wie dieser Maßmann. Wie viel hat er denn kassiert? Etwas über 2000 Mark. Vielleicht waren es auch drei. Habt ihr eine Ahnung? In dem Safe müssen über 70.000 drin gewesen sein. Was? Ach, misch dich da nicht ein. Das ist unser Gast. Wie kommst du denn darauf? Kommst jetzt nicht ein bisschen zu uns und erzähl? Gib dir keine Mühe. Wieso denn? Notfalls könnten wir ja noch eine Flasche trinken. So kleinlich bin ich ja gar nicht. Franz, du bleibst am besten, wo du bist. Reicht ja kaum für uns drei. Stimmt. Ja, lass mich raus. Und deshalb trinken wir heute zu zweit. Geh herüber, bring uns die Flaschen in die Logen nebenan. Wollen wir tanzen? Wenn es sein muss. Bitte. Ja, bevor er mich schlagen lässt. Diese miese Ziege. Dabei blöfft sie. Sie kann gar nicht mehr wissen als wir. Aber dieser neugierige Trottel fällt darauf rein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wie sich mit diesen dummen Gänsen aushalten. Und die haben doch überhaupt keine Gesprächsthemen. Na und du? Das mit den 70.000 hast du doch bloß gesagt, um die da zu ärgern, was? Aber nein, ich werde dich doch nicht anlügen. Ja. Einen besseren Herrn. Ja. Du musst nämlich wissen, dass ich nur reifere Jahrgänge bevorzuge. Ich mach keine Umtriebe. Aus den jungen Burschen mache ich mir gar nichts. Ehrenwort. Ja. Na, und der Franco? Ja, an den sind sie alle verknallt. Ja. Bis auf mich. Also, wie war das mit den 70.000? Also am Abend vor dem Mord, da war wieder der Kleefeld da. Ja. Ja, das ist auch so ein seriöser Herr wie du. Der hat ein Kreditbüro, oder wie das heißt. Ja. Ich sitze mit ihm gerade in der Loge, da kommt der Chef und bittet ihn um eine Unterredung unter vier Augen. Ah. Nicht, dass ich gelauscht hätte. Aber sie haben in der Nachbarloge Platz genommen. Mhm. Die Musik machte gerade eine Pause. Was wollte denn euer Chef? 70.000 Mark. Ah. Der Kleefeld hat es ihm auch gegeben. Ich komme gerade von ihm. Und gleich am nächsten Tag in der Früh, also am Mordtag, ist der Horling im Büro vom Kleefeld erschienen und hat das Geld im Bar mitgenommen. Wofür er es braucht, hat er nicht verraten, aber um größte Diskretion gebeten. Na und? Ob der Maßmann nun 2 oder 72.000 erbeutet hat, das ist egal. Es bleibt ein Raubmord. Das finde ich auch.
Aber Herr Direktor, diese Anleihe kann doch nur bedeuten, dass der Holling die Absicht gehabt hat, seinen Komplizen auszuzahlen. Na, und somit hat er doch für den Mord überhaupt kein Motiv. Sie machen es sich sehr leicht, Herr Kollege, obwohl Sie sonst mehr für Komplikationen sind. Vielleicht war der Mastmann mit der Hälfte der 152.000 Mark nicht zufrieden. Er hatte 5 Jahre gesessen und dicht gehalten und forderte nun dafür die ganze Beute. Und es kam zu einem Streit. Könnte ich mir gut vorstellen. Und wer sagt denn, dass der Horling dem Mastmann das Geld tatsächlich gegeben hätte? Vielleicht hatte er damit etwas ganz anderes vor. Vielleicht war es nur ein Zufall, dass er den Kredit ausgerechnet am Tage von Mastmanns Entlassung aufgenommen hat. Zufall? Mein lieber Wanninger, ich habe gedacht, Sie hätten uns was Wichtigeres mitzuteilen. Ich habe auf handfeste Beweise gehofft oder auf den Namen Ihres wahren Täters. Der ist bereits bekannt. Auch der Herr Staatsanwalt hält Mastmann für überführt. Aber bitte, ermitteln Sie ruhig weiter. Also jetzt pass einmal gut auf. Du hast nur eine einzige Chance, nämlich, dass wir den wirklichen Täter finden. Der Mord muss passiert sein, wie du schon da warst. Und jetzt denk einmal scharf nach. Ist irgendeiner in das Büro reingegangen oder rausgekommen? Nein. Also vergegenwärtige dir doch die Situation. Du kommst rein in die Bar, gehst an die Theke und bestellst dir einen Whisky. Schon falsch, ich habe mir nichts bestellt. Zur Theke bin ich doch nur gegangen, um den Mixer zu fragen, wo ich den Horling finde. Aber hier steht doch, du hättest an der Theke einen Whisky getrunken. Den hat mir die Anke spendiert, die jetzige Frau Horling. Und dann? Bist du danach gleich ins Büro? Na ja, wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und die Musik? Hat die ganze Zeit gespielt, währenddem du an der Theke warst? Ja, die haben erst Pause gemacht, als ich im Büro war. Das vergesse ich nie, wie ich da den toten Horling entdecke und draußen auf einmal alles still wird. Wer war denn sonst noch im Lokal? Also die Gäste habe ich so gut wie gar nicht gesehen. Bei der Beleuchtung, der Einzige, an den ich mich erinnern kann, ist kurz nach mir gekommen. Er war aber schon so blau, dass er den Barhocker verfehlt hat. Die Anke wollte ihn eigentlich gar nicht bedienen. Sie hat ihn bedient? Ja. Ja, wo war denn der Mixer? Als sie ankam, war er da. Als sie ins Büro ging, auch. Aber in der Zwischenzeit, als dieser Besoffene aufkreuzte, da war die Anke hinter der Theke allein. Führen Sie zurück in seine Zelle. Aber Herr Inspektor, ich lasse von mir hören. Also, dass ich an die Witwe bisher nicht gedacht habe. Ja, aber das mit dem Mixer ist doch bloß eine Vermutung. Wer sagt Ihnen denn, dass die beiden... Ich sag's, Fröschl, ich. Sie haben aufgehalten und der Mixer hat inzwischen im Büro seinen Chef verstochen und bis auf 2000 Mark das ganze Geld aus dem Safe rausgenommen. Die wussten genau, dass der Mastmann die 2000 Mark trotz der Leiche nicht liegen lässt und sich entschieden damit belastet. Und wir wollen's denen das nachweisen? Tja. Man müsste sich was einfallen lassen. Die ist doch sicher ein paar Jahre älter wie er. Vermutlich. Vielleicht ist er nur aufs Geld aus. Das wäre eine Chance. Sonst bin ich böse, ich verstehe kein Wort. Ja, stell dir doch bloß einmal vor, wenn der plötzlich das Gefühl hätte, die Witwe, die will ihn reinlegen, sodass er der Dumme ist. Ne? Er hat ihren Mann umgebracht und jetzt will sie ihn fallen lassen. Das ist eine Idee. Ich glaube, da wäre der narrisch. Florierende Bar im Zentrum. Wegen Todesfall sofort abzugeben. Immobilien Fröschel. Tja, ich habe keine Ahnung, welche Bar das sein könnte. Na, holen Sie doch in Ihrer Branche mal ein bisschen rum. Ich will Sie nicht umsonst. Die Sache da, die mich schon interessieren. So eine Bar ist ja kein schlechtes Geschäft, gell? Und ich möchte mir halt gern die Vermittlungsprovision ersparen. 2 doppelte Whisky. Du, Franz. Im Zentrum soll eine Bar zu verkaufen sein, wegen Todesfällen. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte? Nee, der einzige Todesfall, von dem ich weiß, der ist bei uns passiert. Na, eben. Ja, und dass es nicht um eure Bar geht, das wissen Sie genau. Das will ich meinen. Ja, könnt ihr trotzdem einmal mit Ihrer Chefin reden. Vielleicht will sie es euch bloß noch nicht auf die Nasen binden. Ob die was gegen mich hat? Ob die was gegen Sie hat? Wie kommen Sie denn darauf? Na, heute Nachmittag, wie ich ihr zufällig begegnet bin, da hat sie direkt über mich weggeschaut. Ich habe den Eindruck gehabt, die wollte gar nicht in die Pension. Die ist nur rein, um mir auszuweichen. Geben Sie mir doch einen. Pension Toskana. Wissen Sie zufällig? Ja, wo? Ja. Da wohnen unsere Musiker. Ach, so ist das. Da will eine Witwe freilich nicht gern gesehen werden. Also ich tippe auf den Sänger. Fescher Kerl ist das.
wenn ich Witwe wäre und der Tröster suche. Reden Sie doch nicht so einen Unsinn. Unsere Chefin ist nicht so. Ja? Aus dem Franco macht sie sich schon gar nichts. Also das verstehe ich nicht. Ich habe gehört, dass hier die meisten Mädel mehr oder weniger in dem verliebt sind. Naja, und Ihre Chefin ist doch schließlich auch nur eine Frau, gell? Aber vielleicht haben Sie recht. Und das ist einer von den anderen drei. Es ist keiner, wenn ich Ihnen das sage. Sie müssen sie verwechselt haben. Entschuldigen Sie, ich habe nicht gewusst, dass Ihnen das so nahe geht. Vielleicht haben Sie recht und haben Sie tatsächlich verwechselt. Die Augen lassen halt schon ein bisschen nach, gell? Kunststück in meinem Alter. Ja, für mich wird es jetzt auch Zeit. Was bin ich schuldig? 12,50. Au weh. Auf Wiedersehen. Ein schwarzes Kostüm hat's angehabt. Muss auch in Trauer gewesen sein. Also was manchmal für Zufälle gibt. Ja. Naja, ich sterbe auch. Heutzutage genug Leute. Wiedersehen. Die wird ihm doch bestimmt erklärt haben, dass das alles nicht wahr ist. Wir brauchen doch bloß ins Telefonbuch reinschauen und dann sehen Sie, dass es gar kein Immobilienfröschel gibt. Er wird ihr glauben, weil er ihr glauben will. Aber ein Stachel bleibt doch. Und auf diesem Stachel, da reiten wir rum. Weißt du was? Du rufst jetzt die Frauen, stellst dich als Kommissar Hahn vor und bestellst sie für 15 Uhr hierher aufs Präsidium, in dieses Zimmer. Er beschattet sie. Wir sehen, Fröschel, das klappt. Ja, aber wenn Sie bei der Auskunft nach dem Kommissar anfragt, erfahrt es doch sofort, dass es den gar nicht gibt. Die wissen Bescheid und schicken es darauf. Soll ich sie sofort in die Karteiabteilung schleppen oder erst später? Das überlasse ich dir. Die Hauptsache ist, dass du sie für mindestens 2 Stunden mit Fragen und Formalitäten hier festhältst. Und dass sie auf keinen Fall beim Haupteingang rausgeht. Darauf kommt sie mich an. Pass mich. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte zu Kommissar Hahn. Bitte. Danke. Hahn, warst du selbst dabei, dass er mich zu sich bestellt hat? Spionierst du mir etwa nach? Na, wieso denn? Ich kam zufällig hier vorbei und hab deinen Wagen stehen sehen. Sag mal, wenn du von dem Kommissar kommst, sitzt er nicht hier in dem Gebäude? Doch, aber ich bin zum Hinterausgang raus. Wirklich sehr klug von dir. Ausgerechnet vor dem Polizeipräsidium zu demonstrieren, dass wir zu... Ein Glück, dass die alle so ahnungslos sind. Könnten Sie meinen Koffer im Büro abstellen? Ich muss nämlich mit dem Frühzug zur Zuchtviehschau. Und da hat es gar keinen Sinn, dass ich vorher noch mal hänge. Ich stelle ihn in die Garderobe. Nein, nein. Da ist mir schon mal ein Koffer ausgeräumt worden. Bring es lieber ins Büro, das ist mir sicherer. Wie Sie wollen. Danke. Guten Abend. Guten Abend, Johnny. Guten Abend. Ein Bier. Hier. Na, was macht die Liebe? Danke der Nachfrage. Na, hoffentlich haben Sie Ihrer Chefin nichts erzählt. Das wäre mir sehr peinlich. Ich meine, wegen meiner Ratscherei von gestern, ausgerechnet Ihnen gegenüber.
Sie reden sich da was ein, was leider gar nicht stimmt. Frau Horling ist meine Chefin und sonst nichts. Sonst nichts? Und ich hab glaubt... Na, da haben Sie sich eben geirrt. Sie irren sich überhaupt sehr oft, wie mir scheint. Na, dann will ich Ihnen mal was sagen. Ich habe mich auch gestern nicht geirrt. Ich habe Sie nämlich heute wiedergesehen. In einem Taxi. Und da bin ich hinterhergefahren, weil ich es ganz genau wissen wollte. Und was meinen Sie, wo sie ausgestiegen ist? Wieder vor der Pension Toskana. Sagen Sie mal, was bezwecken Sie eigentlich mit der ganzen Sache? Geben Sie sich keine Mühe, heute falle ich nicht auf Sie rein. Also ich lüge doch nicht. Ich habe doch gewartet, bis sie rauskommt, weil ich mir schon selber im Zweifel war, ob ich überhaupt noch richtig sehe. Anderthalb Stunden war es drin. Von Viertel nach drei bis Viertel vor fünf. Von Viertel nach drei bis Viertel vor fünf, da war sie auf der Polizei, bei einem Kommissar Hahn. Vielleicht hat sie eine Doppelgängerin. Ich hätte direkt Lust, einmal im Präsidium anzurufen, ob es dort überhaupt einen Kommissar Hahn gibt. Na, du Untreuer, hat dich Gloria versetzt? Okay, ihr seid doch alle gleich. Ihr nehmt's doch ein Mannsbild bloß aus. Na, ja, aber ich mag euch trotzdem. Was wollen wir denn trinken? Sekt. Ja, bei einem Kommissar Hahn. Was heißt ihr unbekannt? Vielleicht heißt er Zahn oder Jan oder so ähnlich. Was sagen Sie da? Die Rangbezeichnung Kommissar gibt es in Bayern gar nicht? Ja, da hat mich jemand auf den Arm genommen. Haben Sie ganz recht. Danke. Und ich schwöre dir, es gibt ihn. Es muss ihn geben. Ich habe mich doch mit ihm auf seinem Zimmer, auf seinem Dienstzimmer, im Präsidium stundenlang unterhalten. Glaub mir, da treibt irgendjemand ein teuflisches Spiel mit uns. Ja, ja, ein teuflisches Spiel ist das schon. Aber zwischen dir und deinem schwarzlockigen Italiano... Das ist doch nicht wahr, ich habe mit Franco nichts. Mit keinem, nur mit dir. Schon. Bitte, Johnny. Wir werden auch heiraten, sobald das Trauerjahr zu Ende ist. Heiraten? Und ich habe für euch die Kastanien aus dem Feuer geholt. Tja, was war ich nur für ein Idiot? Wessen Idee war es denn, dass du mit mir anbündeln solltest, was? Damit ich jemanden habe, der für euch die schmutzige Arbeit erledigt. Johnny, ich flehe dich an, komm doch zur Vernunft. Das stimmt ja alles nicht. Denk doch an die Sache mit den Immobilien. Das kann doch nur eine Falle sein. Johnny, bitte. Bitte, Johnny, halte den Mund und warte ab, bis ihr... warte ab, bis ihr alles verkauft habt, was? Und auf und davon seid. Ja, das sollte dich so passen, das ganze Geld mit einem schmierigen Macaroni durchzubringen. Weißt du was? Jetzt gehe ich zur Polizei und erzähle denen, dass du mich angestiftet hast, einen Mann umzubringen. Johnny! Die Anzeige können Sie nur sparen. Kriminalinspektor Wanninger. Was? Sie sind von der Polizei? Dann ist alles aus. Nichts ist aus. Wenn er gehorcht hat, hat er sich eben verhört. Er kann uns nichts nachweisen, gar nichts. Sir? Da bin ich anderer Meinung. Das Geständnis von Ihrem Johnny, das langt uns vollkommen. Er hat nichts zu gestehen. Sir. Und jetzt verschwinden Sie. Einen Moment. Erst muss ich noch das Tonbandgerät abschalten, bevor die Batterie leer ist. Anke, der hat das alles aufgenommen. Halt doch endlich die Klappe. Eine Tonbandaufnahme ist noch kein Beweis. Genauso wenig wie seine Aussage. Er hat keine Zeugen. Meinen Sie, bin ich vielleicht gar niemand? Darf ich bitten? Na, ich glaube, jetzt ist die florierende Bar im Zentrum doch zu verkaufen. Also gehen wir.